Boah, ey, Sonnenaufgang am neuen Gewässer und Sonnenaufgang bei mir. Ich bin gerade aus dem Bett gefallen, hammerhart. Der See ist da und zwar vor der Zeit. Und dementsprechend gucken wir uns jetzt natürlich an, was es hier alles gibt und was die Beschränkungen gibt. Oder was sind diese Beschränkungen, von denen in den Patchnotes stand? Wie können wir hier angeln? Also, Attacke Vollgas. So kommen wir an das Gewässer. Wir haben hier den Kupfersee. Ja, wie in den Patchnotes schon stand, er ist ab Level 29. Wir haben hier ein hervorragendes Grundgewässer. Wir haben hier einen Top Posengewässer und ein bisschen Spinning können wir auch machen. Da oben drüber haben wir jetzt die Einschränkungen stehen. Folgende Items dürfen an diesem Gewässer nicht verwendet werden. Karpfenruten, Matchruten mit einer Stärke größer als ML und Stationärrollen, die größer sind als 6000. Also, das gucken wir uns doch mal an. Und zusätzlich haben wir hier die Informationen, Wetter und Wettertemperaturen im Wasser, also Wassertemperaturen und eben das Wetter dazu. Wie macht sich das hier? Ja, das sehen wir hier oben rechts in der Ecke quasi auch. Wir haben einmal den Wind und daneben dann die Normaltemperatur. Was auch immer das heißt, das bedeutet, wir müssen das jetzt in Zukunft so ein bisschen im Blick behalten. Wie ist die Wassertemperatur und wie angeln wir dann bei normaler Wassertemperatur? Ja, wenn wir jetzt in unser Inventar gucken und sagen, ja komm, let's go, wir packen mal unsere Routen raus und sehen zu, was wir hier rausziehen können, haben wir natürlich hier überall so einen kleinen Marker dran, ne? Und da haben wir auch schon das rote Zeichen. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Gucken wir hier eben drüber. Turion 30.000. Ohne Turion 30.000 müssen wir noch hier einen Angelplatz belegen. Geht das dann? Nehmen wir mal hier eine 3000er. Was steht dann hier? Geht nicht, weil Karpfenrute. Dann haben wir hier über die Fiederrute. Oh, hier ist die 6000er Full Metal drauf aus dem Weihnachtsmarkt. Ja, kann man verwenden. Was haben wir hier drauf? Die Overlord 8000. Geht nicht. Was haben wir hier drauf? Gerade schon gesehen. Alpha 8000. Geht auch nicht. Also, die Beschränkung an diesem Gewässer bezieht sich auf Karpfenruten, bezieht sich auf 6000er Rollen. So, nochmal meinen Spickzettel hier rausholen, damit ich nichts vergesse. Genau, 6000er Rollen ist das Maximum hier an diesem Gewässer. Erstmal ein bisschen umgucken hier. Und das, Alter, wie das aussieht. So eine Ape 50 hier mit einem riesen Aufbau. Alter, sensationell. Sensationell. Hatte ich auch. Hatte ich auch mit meinem kleinen Weinlädchen. Und bin dann damit hier auch so, na, nicht so ein Riesenaufbau, ein bisschen kleiner. Sensationell. Futtermische. Müssen wir gleich mal reingucken. Verwaldung. Wir brauchen natürlich einen See. Kretsching. Was haben wir hier? Verwaldung Kupfersee für Grund. Grundangeln für Anfänger. Grundangeln sofort auf 40% hochstufen. Für 10.000 oder für 5 Gold. Ja, also Grundangeln, ne? Na gut, wenn man sich das Gewässer kauft und noch gar keinen Grundangeln kann, ist das schon mal ein ganz ordentlicher Boost. Aber normal kriegt man die ersten Prozente ja auch relativ schnell. Andererseits sind die ersten Prozente auch die wichtigsten. Denn ja, steigert sich quasi, da steigern sich die Frequenzen richtig gut. Neu, so, da haben wir doch was. Oh ja, jawollo, sehr schön. Das ist doch das, was wir sehen wollen. Wir fangen oben an. Es gibt die Sage Picker und das ist hier jetzt doch, oh ja, Baby. Und das ist doch wichtig. Wir haben hier, jawollo, Handhabung klassischer Haarmontage. Snowman Rig. Oh mein Gott.
überall plus 1 auf die Montagen, alles ab Level 26 die Routen. Plus 25 EP wie alle Picker, das ist gut. Warte mal, Tragfähigkeiten, 27 Kilo, 31 Kilo. Also das sind quasi Karpfenruten, aber auf Winkelpicker-Niveau, schön fein, bisschen zart. Und dann gibt es noch die Legacy, die gab es doch zu sehen, wollte ich doch sagen. Und die haben alle plus 2 auf diese Montagearten und auch gleichzeitig natürlich auf das neue Sig-Rig. Jawollo. 8, oh mein Gott, 20, ja, ich habe schon mit 20.000 ungefähr gerechnet. Ich habe mit 20.000 gerechnet, passt doch gut. 20, 40, 60k sind weg. Jetzt ist natürlich die Frage, was haben wir hier noch? Oh, und auch schon direkt ausverkauft, aber nee, als 8.000er, okay. Die wollen wir ja eh nicht, aber die 6.000er ist da. Für den Preis von 5.000 und da müssen wir ja auch direkt in die Listen gehen. Die Evia 6000, 4,9er Übersetzung, 7, Moment, ich hatte mir das gestern schon mal angeschaut, welche Rollen denn interessant werden im 6000er Bereich. Die Evia gab es ja nicht als 6000er und die ist jetzt ja mit drin, vorher gab es nur die 8000er, wobei das schon eine gute Rolle ist, die 8000er. 17, jetzt gucken wir mal eben auf die Schnur. Mit der 36er 506 Meter. Und wenn wir das vergleichen, ja. Oh ja. Also das hier ist schnurkapazitätsmäßig. Ist das mit Abstand. Mit Abstand das heftigste an Schnurkapazität. 500 Meter Schnur ist ja 200, fast 200 Meter mehr Schnur als die nächstinteressante, die Azimut vielleicht. Und dann preislich natürlich noch attraktiv, allerdings nur in Anführungszeichen 17 Kilo. Das Ding wird gleich erstmal direkt gekauft. Gucken wir uns aber auch später nochmal alles genau an. Ich mache im Anschluss nochmal ein Was-Kaufen-Video, was ist wirklich interessant für dieses Gewässer in den verschiedenen Levelbereichen. Also von daher schon mal direkt Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns auch gleich direkt im nächsten Video beziehungsweise auch später bestimmt im Livestream. Craft Baits Sig Sticks. Gibt es da irgendwo... Okay, das sind hier solche kleinen Auftriebskörper. Das sind, ist jetzt Fluoro. Einfach nur gelb. Und grün. Okay, die werden natürlich auch alle gekauft. Schwarz-rosa. Okay, abgefahren. Okay, okay, okay. Abgefahren. Was haben wir hier? Sig Ball Braun. Farblose Bälle aus unglaublich leichtem Material, extremer Auftrieb. Also, das wird mit rangetüdelt. Oh, jetzt haben wir hier schon dunkel. Kaffeeaufträge sind auch drin. Kein seltener Fisch ist drin. Hecht ist drin. Das heißt, hier haben wir schon mal die Fische, die es hier auch gibt. Doch, der F1-Karpfen, der Hybrid. Und wir gucken natürlich auch hier noch schnell rein in... Wo haben wir es denn hier? Rekorde. Rekorde, Kupfersee wollen wir wissen. Da haben wir jetzt alle Fische. Also, Aland, Barbe ist drin, Brasse, der C2 Super Freak. Alter. Dinkelsbühler Lederkarpfen oder Dinkelsbühler Spiegelkarpfen. Und genauso, so Moog wieder, den Dinkelsbühler Seilkarpfen. Jawollo. Ja, das ist ja quasi wie ein Dinkelsbühler Baggersee hier. Nicht schlecht. F1-Karpfen haben wir auch mit dabei. Erste Sahne. Und dann haben wir hier schön das Zuchtgebiet, den Utsuri. Die Utsuri, jawollo. Den Kuhaku, jawoll. Läuft. Oh, eine Special-Schleie. Alter. Kannst du nicht aussprechen. Hammer, hammer hart. Oh, 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 oh. Ja, mega nice. Und der in Schwarz, auch krass.
Mega, mega nice. Also, es wird schon einiges gefangen. Ich bin mega hot da drauf. Gucken wir mal, was da geht. Sickrig mit Preiselbeere Rot. Siehste, wir bauen uns natürlich mal ein Setup hier zusammen. Ich nehme gerade mal erstmal nur die Fiederrouten hier rein. Also, zack, zack und zack. Kann ich das überhaupt? Habe ich überhaupt die passenden Sachen? Ja, ich habe zumindest hier einmal das passende. Dann gehen wir hier runter auf das Sickrig. Dann brauchen wir hier ein LED-Core. Ich bleibe mal hier nur so auf ungefähr 18 Kilo. Wir sind hier fein unterwegs. Das Ganze, die gesamte Idee hier dran ist feines Angeln. Also hier geht es einfach darum, dass man eben nicht immer größer, weiter, größer, dicker, schwerer reingeht. Endgame wird dann irgendwann noch größer und noch dicker und dann braucht man eine 6000er Konventional, 60er Konventionalrolle und so weiter und so weiter. Und dann nach der 30.000er Stationärrolle braucht man dann die 60.000er Stationär. Nö, nö. Feiner, kleiner, spezifischer. Das ist ja auch das Interessante. Ah, guck mal hier. Es geht auch so. Es geht also auch nur mit dem Foam. Also mit dem Schaum. Und Kunstmais. Okay. Cool, cool, cool. Aus diesem Grund wird jetzt hier eingekauft. Dick und fett. Alles, was neu ist. Einmal durch. Von allem erstmal 25. Jetzt wird ja erstmal getestet. Und das alleine ist ja schon wieder eine Investition. Aber ich habe gar nicht geguckt. Ich hatte ungefähr 9.000. Ne? Ich hatte ungefähr 109.000. Und ich kaufe mal eben alles. So, von allen Ködern einmal die Basisvariante, also das kleinste Päckchen gekauft und es waren ungefähr 500 Silber. Also gar nicht so viel. Jetzt haben wir hier nochmal Rodpots. Rodpots mit einer Info. Nö, einfacher Rodpot. Den hat man so sogar schon am Donetz gesehen. 1500, das ist ein absolut fairer Preis. Aber das ist auch nur die Basis, ne? Und hier gehen wir dann. Ja. In die hochwertigeren Kandidaten. Also das Ding hier auch nochmal als Basisversion. Auch nicht schlecht. Unten mit allem drum und dran. Jawollo. Und dann gibt es dieses Ding in verschiedenen Farben. Auch sehr nice. Allerdings dann die verschiedenen Farben wohl nur für Gold. Aber wer halt Special will, der muss halt auch Special reingeben. Aber ist doch nice gemacht. Sehr schick. Gucken wir uns auf jeden Fall gleich nochmal an. Und wir haben hier den Klappspaten. Jawollo. Der gehört, der Klappstuhl, der gehört natürlich auch mit dazu. Perfekt. Auch schon fast überall ausverkauft. Gibt es hier einen Unterschied bei den... Jawohl, plus 5% auf Komfort. Das heißt, wenn wir da auch sitzen, dann ist es auch schön komfortabel. Sensationell. Smoke wieder. So soll das sein. Und auch hier wieder die verschiedenen Versionen. Kein Unterschied. Mit dem Bärenlogo. Jawollo. Und ja, für 1000 ist das natürlich auch super mitgenommen. Ja, so sieht das Ganze doch jetzt ganz gut aus schon mal. Wir haben hier, ist der Fischmarkt. Wir haben hier, genau, das hatte man vorher schon gesehen. Ah, genau. Und die hat man nicht richtig gesehen. Tipptopp. Also, ich bin mega gespannt. Wir machen jetzt nochmal die Map auf. Das ist die Map. Bam. Auch richtig nice. Das heißt, man hatte die ganze Zeit nur diesen kleinen Eindruck. Und es ist doch noch ein ganzes Stückchen größer. Gefühlt doch nochmal ein bisschen mehr als der Moskito. Also, das würde ich sagen, ist Moskito-Größe. Und dann hier unten nochmal so ein Seitenarm. Das ist richtig nice. Campingplatz in der Nähe. Ich hoffe, man kann überall rumlaufen. Werden wir sehen. Werden wir jetzt in den nächsten Tagen und im Livestream natürlich alles kontrollieren und verfolgen. Das heißt, wenn wir jetzt hier unser Setup zusammenbauen, ich gehe mal leichter rein. Und zwar nur mit einem 6er-Haken. 6er-Haken. Nur, ne, komm, machen wir. Dann machen wir mal einzeln. Einzelne Kombi. Dann einfach nur den Schaum. Wir gehen auf fluoreszierend. Black, 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 yellow, rosa. Irgendwo war Fluoro da. Fluoreszierend mit dem Dip Ananas. Keine Ahnung.
Ich weiß, ich sehe auch gerade nichts. Es ist so nebelig hier. Alter, Atmosphäre schon, ne? Aber ich werfe einfach mal hier vorne aus. Hier scheint ein bisschen grün zu sein. Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe absolut überhaupt nichts. Also, Bremse. Gucken wir mal schön hier. Bremse erstmal locker reinstellen und gib ihm. Ja, jetzt ist die große Frage. Und eigentlich ist es nicht mehr wirklich die große Frage. Was kaufen? Welche Rolle? Welche 6000er ist interessant? Wir haben 6000er hier als Maximum. Und jetzt kommt die nächste Frage. Es gibt ja neue Rekorde und Ranglisten. Hier, Grund, Light. Und für diese Rekorde, hier oben steht es nochmal, brauchen wir diese kleinen Rollen. Das Gewässer ist dafür ausgelegt, dass man hier hervorragend mit 3000er Rollen arbeiten kann. Also, du hast hier maximalen Spaß und richtig geile Action mit einer 3000er Rolle. Also, gucken wir uns das auf jeden Fall nochmal an, wie man hier super fein auf Grund mit feinem Setup angeln kann. Und das große Setup ist quasi hier das 6000er. Bis 6000 gecapped. Und für das große Setup würde ich auch fast sagen, ist das mit dieser neuen Rolle tatsächlich, jetzt ist sie ganz ausverkauft, hätte ich mal eher zugeschlagen. Das wäre hier tatsächlich eine gute Idee. Einfach aus diesem Grund, dass sie noch mal mehr Schnurkapazität hat als alles andere. Bremskraft nicht ganz so viel. Da gibt es welche mit 19 Kilo. Aber zum einen ist die Übersetzung richtig gut und zum anderen die wahnsinnig viele Schnurkapazität hier bei der dicksten Schnur. Das bietet keine andere Rolle. Karpfenangeln, Weitwurfspule. Ich vermute auch einfach mal, warte mal, Levelbegrenzung, Level 22. Ich würde fast sagen, das ist die neue HSV im Game. Ich lehne mich da mal so ein bisschen weit aus dem Fenster. Beluga Evia. Ja, aus mehreren Gründen. Der Beluga-Bonus kommt auch mit dazu. Einfach High Quality. Also, da bin ich doch schon bei der Sache. Da bin ich doch schon dabei. Das wird der nächste Way to go. Oder einer der Wege, die man gehen kann. Also, das wird mit Sicherheit super interessant. Ja, und dann würde ich sagen, testen wir jetzt einfach mal. Jetzt heißt es Attacke Vollgas. Ab ins Discord. Link zum Discord ist unterm Video. Riesenaustausch im Discord natürlich, wie immer. Es gibt gleich einen extra Kanal für dieses Gewässer. Wir können uns super untereinander austauschen, Spots teilen, gucken, was funktioniert, Tipps und Tricks untereinander austauschen und dann später im Livestream geht es dann natürlich auch los. Alle Fragen und alle Infos findest du natürlich auch hier auf dem YouTube-Kanal. Ganz wichtig, Tipps und Tricks zum Bärensee. Es gibt eine gesamte Playlist zum Karpfenangeln. Nicht nur zum Bärensee, also auch zum gesamten Karpfenangeln. Da auf jeden Fall mal reingucken, wenn das Karpfenangeln noch nicht so wirklich liegt. Wie füttert man an? Wie viel Futtermische? Wie nutzt man die Karpfenmontagen und so weiter? Reingucken und dann ab hier auch aufs Koi-Angeln. So viel erstmal dazu. Wir sehen uns im nächsten Video. Da geht es nochmal explizit darum, was kaufen.